Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, dieser Orakel zu buchen oder eine andere. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 € wegen die Bankgebühren. Diese Aufnahme erscheint am 28. März. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mond in Mondhaus Vishakha. Vishakha symbolisiert eine Feuergöttin. Und wir können die Feuerelement nützen, etwas symbolisch zerstören, und das bedeutet etwas hinter uns lassen, loslassen, verbrennen, weil wir das nicht mehr brauchen. Wir müssen jetzt eher in eine andere Richtung schauen. Das ist auch Feuerelement, aber wirkt anderes. Das ist dann die Kraft, die Mut und die Begeisterung. Auch die Leidenschaft. Also wir haben mit Feuerelement was zu tun. Etwas verbrennen wir symbolisch hinter uns und kommt etwas Neues, was uns jetzt begeistert. In diesem Tag, 28. März, steht Mond und Jupiter gegenüber. Hier spiegelt sich etwas. Bei Mond kann um unseren Gefühlen handeln. Jupiter in anderen Seite kann Glück bringen oder zeigt Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage oder Ungerechtigkeiten kann auch passieren. Und hier müssen wir die Thematik abwägen. Hier gibt es eine goldene Regel, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich könnte bei dieser Jupiter-Energie vorstellen, dass mit dir Ungerechtigkeit passierte. Und reagierst emotional und Jupiter dehnt etwas auf und kann auch passieren, dass du dann etwas übertreibst, zu schnell, unüberlegt handelst und das wäre natürlich ein Nachteil. Eher in Gleichgewicht bleiben, alles abwiegen, überlegen, wie du jetzt reagieren sollst. Aber andererseits kann auch bedeuten, dass Jupiter Glück bringt, Chancen, Möglichkeiten und du überlegst zu viel, weil muss alles auf dem Waagschale liegen, soll ich nicht, ah, lieber nicht. Und damit kann passieren, dass du verpasst gerade deine Chancen. Also das sind die Themen. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Seinen Gedanken zeigen die oberen Karten. Der Hund und die Sonne. Hund bedeutet seine Treue. Und die Sonne zeigt die Wahrheit. Wenn er sagt, ja, ich bin doch treu oder ich war treu, dann kannst du auf ihn vertrauen. Hund kann auch Freundschaften auch bedeuten. Und die Sonne macht das sichtbar, dass er trifft mit Freunden oder Bekannten. Hund kann natürlich Hund auch sein. Und hier ist die Freude daran, an diesem Haustier, kann natürlich auch bedeuten. Aber als Liebesorakel würde ich sagen, er sagt die Wahrheit, trifft mit Freunden und er ist treu. Seinen Gefühlen
sehen wir in die linke Seite. Die Fischen bedeuten die Finanzen, indirekt Beruf und Berufung. Und das steht alles im glücklichen Sternen. Das kann auch Gewinn sein oder verbessert sich bei ihm beruflich etwas. Die Fischen zeigen aber auch die inneren Werten und Wertschätzung. Und die Sternen bringen Glück oder zeigen das Vertrauen. Es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Er hat dieses Vertrauen und er kümmert auch um die Finanzen. Was wird er tun? Das zeigt die beiden Karten in die rechte Seite. Er selbst und die Vögel symbolisieren die Gespräche. Er sucht den Kontakt zu dir. Er möchte mit dir etwas besprechen. Aber er will, dass er Anerkennung bekommt. Er will, dass du an ihn vertraust und zweifelst nicht an seinen Treue. Kommt auch mehr Leichtigkeit. Was verbindet euch? Das zeigt die Karte in die Mitte. Diese ungarische Karte hat mein Mann gemacht und das sind Buchstaben. Und es gibt auch alte Schreibweise, das sind die sogenannten Rovash-Irash. Das ist so ähnlich wie bei Germanen die Runen. Diesmal habe ich ein interessantes Buchstaben, was im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Wenn die Sprache ist, ein N oder ein Y zusammen, das ist eigentlich ein Buchstabe und das sagt man N. Und deutscher Begriff fällt mir jetzt nicht ein. Aber wenn ich ein ungarisches Wort sage, wie zum Beispiel Hase, Ungarisch heißt Nyuszi. Das passt jetzt gerade zum Osternzeit. Und dieser Nyuszi, das wird vorne mit NY geschrieben, aber das ist keine getrennte Buchstabe, das ist ein Buchstabe Ny. Und jetzt können wir überlegen, was bedeutet dieser Buchstabe. Ich würde jetzt das trennen, entweder N oder Y. Was für dich das bedeutet, kannst du gerne in Kommentaren schreiben. Also was mir einfällt jetzt bei diesem Buchstabe Nürnberg oder Nadine oder Niederlanden. Oder das Wort Nein. Vielleicht müssen wir bei bestimmten Situationen auch mal Nein sagen. Bei Y fällt mir Jasmin ein. Und welche Wörter fällt dir ein Name oder ein Begriff oder ein Ort? Kannst du gerne im Kommentar schreiben. Auch dazu, was für dich dieser Buchstabe dann bedeutet. Die alte Schreibweise ist in die Mitte und das hat eine symbolische Bedeutung. Ähnliche Rune habe ich jetzt nicht gefunden. Das ist wie ein verkehrten D und kann sein, dass uns spiegelt etwas im Leben und wir sollen das mit anderen Augen betrachten. Aber diese Form ähnelt mich auch an einen Bauch. Das kann eine schwangere Frau sein, also kann auch Schwangerschaft bedeuten oder schlicht einfach hier wird etwas Neues geboren. Die Tageskarte sehen wir unten rechts
um die Ecke und es ist sichtbar, dass diese Dame Fenster putzt. Das kann natürlich auch bedeuten, dass jetzt vor Ostern wäre das angebracht, die Fenster zu putzen. Fenster symbolisiert auch Internet, Internetkontakten und da muss etwas bereinigen, klar und deutlich sehen. Im Hintergrund ist ein Leiter und das bedeutet die Schritte nach oben. Aber bevor wir noch Entscheidungen treffen, müssen wir etwas bereinigen oder wir brauchen die Klarheit, ja, wie geht das jetzt weiter, wie soll ich das alles planen? Und das war diese Aufnahme. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Ich freue mich auch, wenn du deine Meinung im Kommentar schreibst oder wenn du mich besuchst im Facebook-Seite. Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und alles Liebe.